Ich gehe noch mit den Tempelgardisten mit und liefere dort alles ab, was mir an belastendem Material vom Schreibtisch in die Hände gefallen ist. Wenig. Also, er hat da tatsächlich sehr aufgepasst, dass man da seine Sachen trennt. Also das, was tatsächlich dann auch illegal ist. Du hast immer ja Hinweise gefunden, aber keine Beweise. Und diese beiden Briefe, die ihr abgefangen habt, die sind tatsächlich neu und die liegen normalerweise dann auch nicht im Schreibtisch rum. Also das sind die einzigen wirklich be belastenden Beweise, aber das reicht ja auch vollkommen hin. Okay, ja, dann liefere ich die mit ab und dann lege ich mich auch langsam mal schlafen. Ja, Jalan irrt noch ein bisschen ziellos umher, und kann sich dann ebenso in den Bandstrahlatom zurückziehen, nachdem er ja kaputt hin und her gewandert ist, auf der Suche nach Palligan und seinen Alchemisten, um einen Schlaftrank, ein Schlafelixier zu suchen, aber was hat Ich der gehe mich gesagt? dann. Was hat er gesagt? Ja, du hast Konzentrationsschwierigkeiten, dir fällt nicht mehr wirklich viel ein. Du vertauscht auch Tage, Zeiten, Wochen. Jetzt mit deiner Müdigkeit, beziehungsweise auch die Schlaflosigkeit, die dich ereilt, du kommst dir wirklich ein bisschen. Myria war doch auch bei dieser Versammlung in der alten Residenz. Du vertauscht Gesichter. Du merkst einfach, dass du irgendwelche Nebenwirkungen durch Schlafmangel jetzt erleidest. Wenn du dich dann im Bandstrahlerturm hinlegst, Augen zumachst. Ich wollte mich jetzt eigentlich, wenn ich sowieso nicht pennen kann, mit der Geißel beschäftigen. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 22. Also komm, Das nehmen wir mal geht. 3W6. Dann nehmen wir mal 3W6. Ach, Also, 10. wenn du dich auf die Steinpritsche hinlegst, wirst du dann auch merken, dass du einfach nur wartest. Einfach nur wartest. Und nach ungefähr 2 Stunden stehst du wieder auf. Und fängst dann an, dich zu entkleiden und dann zu geißeln, dir dann den blutigen Rücken aufreißt, siehst die ganzen Narben an deinem Körper. Wo kommt die schwarze Hand her? Du erschrickst dich so ein bisschen. Gott, wieso hast du schwarze Risse und Linien auf deiner Hand? Du überlegst kurz, wieso hast du 2 Augen? Alles verschwimmt irgendwie, du kannst dich nicht richtig konzentrieren. Alle anderen können ganz normal regenerieren, vermutlich mit +1 Betten, zumindest Abel, mir und Isarun. Ich hole mir Ja, von. Rafim und Ömer nächtigen einfach mit 1W6. Ich wurde Ich vorher gehe in noch die Halle der Ekstase. Ja, dann kannst du sogar mit einem +2 regenerieren. eine Kapsel schwarzen Mond einwerfen und Frau Prutz bittet mich morgen um die 7. Stunde des neuen Tages zu wecken. Die Frage von Kiaras, was mit der Korgweiden ist, weiß niemand. Es ist niemand da. Rafim und Ömer sind allein im Chortempel. Also es weiß keiner, was mit den Geweihten ist. Niemand hat irgendwelche Informationen. Die Tempel sind leer. Im Raya-Tempel wirst du dann wohl noch, ich muss gerade gucken, Yabaduin antreffen, den Geliebten der Göttin. Das ist ein schwarzer Utulu, ein Moha. Hättest du damals auf den Sklavenfeldern besser aufgepasst. Wahrscheinlich ein Utulu, ein ziemlich großer. Ah, unglaublich hübsch, unglaublich gut heraussehen, trotz seines Alters, aber ansonsten ist der Tempel leer, kannst dich dann wie gesagt hinlegen. Auch du bist ja unglaublich müde, kriegst eine +2 Regeneration im Tempel mit Blütenduft und Bad und Wenn ein ich mich mit ihm paar. unterhalte, dann rede ich natürlich auch auf Moha mit ihm, weil ich möchte die Sprache wieder benutzen. Ja, ein paar Stunden später könnt ihr euch dann wieder treffen. Wie automatisch trefft ihr dann wohl wieder bei Protzens ein? Denn Ja, sonst ist ebenso. kein Treffpunkt ausgemacht. Und so könnt ihr dann nach und nach dort wieder eintreffen und seht Abelmir sitzen auf dem Sofa, bequem. Vor sich hat er eine Box stehen. Sind das Kekse, aber mir bitte sag mir, das sind Kekse. Ich weiß nicht,
Die stand morgens einfach auf diesem Tisch. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich beug sie erstmal misstrauisch von allen Seiten. Sieht mir nach Keksdose aus. Seid vorsichtig. Ich stups die Kiste mal so an. Klingt es nach Keksen? Es klingt nach gar nichts. Glas? Glas im Inneren? Sind keine Kekse. Ich mach mit spitzen Fingern diese... Ich verlasse mal kurz den Raum und geh mal in andere Zimmer. Einfach so, mal schauen, ob es knallt. Ich mach diese Dose, diese Kiste auf, diese Metallkiste. Kannst du nicht. Du siehst ein Muster darauf und ein Zettel, der wohl auf der Unterseite klebt. Dann lese ich diesen Zettel durch. Ja, währenddessen könnt ihr auch sehen, dass Yalan mit roten Augen und einem blutigen Rücken in das Zimmer eintritt. Morgen. Abend. Sieht furchtbar aus. Ich sehe so aus, wie ich es verdient habe. Was habt ihr da? Ein Zettel. Eine sehr komische Keksdose. Eine merkwürdige Nachricht. Nun, für alle jetzt. Ein Koscher, ein Horasier, ein Bornländer, ein Tulamide und ein Torwaller sind schon lange gut befreundet. Diese Nachbarn. Anfangs hatten sie noch jeweils ganz landsübliche Vorlieben. Aber mit der Zeit haben sie sich gegenseitig beeinflusst. Heute ist es so. Der Bornländer lebt im Zelt. Der Torwall hält einen Norburger Riesen. Der Horasier trinkt gern prima Feuer. Die Villa steht links vom Holzhaus. Der Besitzer der Villa trinkt Bosperania. Die Person, die Räucherfisch isst, hält einen Raya-Tänzer. Der Mann, der im mittleren Gebäude wohnt, trinkt Fertoker Bier. Der Besitzer des Langhauses isst Datteln. Der Koscher wohnt im ersten Haus. Der Pilzpfannenliebhaber wohnt neben dem, der ein Esel hält. Der Mann, der ein Aranja hält, wohnt neben dem, der Datteln isst. Der Liebhaber kandierten Obst trinkt gerne Reiswein. Der Koscher wohnt neben dem Stadthaus. Der Tulamide isst Kartoffelsuppe. Der Pilzpfannenliebhaber hat einen Nachbarn, der Meskinis trinkt. Das wäre ein merkwürdiges Rätsel. Aber mir, du schreibst echt ganz langweilige Tagebucheinträge. Das ist nicht von mir. Darunter in einer anderen Handschrift. Wem gehört der Seehund? Wem gehört was? Wem gehört der Seehund? Ist das eins von Nemrods Spielchen? Es ist noch viel zu früh, solche Rätsel. Ihr macht das schon. Ich schau mal, Prutzens Kekse hat. Bring mir Kekse mit! Und sagt mir, was in der Kiste ist, wenn ihr sie offen habt, ja? Ich bin dann direkt wieder bei euch. Das hört sich nach einem schätzgefälligen Rätsel an, aber wer das Rätsel nicht löst, ist das Inhalts nicht würdig. Vorhin, was für ein Seehund? Der Seehund wird ganz Rätsel nicht erwähnt. Also es geht doch bestimmt darum, wer jetzt neben wem wohnt, oder nicht? Die Frage ist, wem gehört der Seehund? Und die Antwort ist das Rätsel ist Lösung. Ja, der Seehund ist halt das Besitztum desjenigen, von dem kein anderes Tier genannt wird. Aber inwiefern hilft uns die Lösung des Rätsels mit irgendetwas weiter? Wir müssen wahrscheinlich sagen, ob es ein Koscher ist oder ein Liebfelder oder ein Torwaller oder ein Tulamide. Das erscheint mir doch eine reichlich unproduktive Art der Kommunikation. Scheint so. Dieses Rätsel beruft wohl auf
Galatas oder eine ähnlichen Verstandes, vielleicht auch von Polbera. Er hat einen merkwürdigen Humor. Ja. Könnt ihr das nicht irgendwie aufzaubern? Ich vermute, dass Kias erst jetzt eintreffen wird, weil er sich Zeit gelassen hat am Morgen. Guten Morgen, meine Freunde. Ach, ich habe wunderbar geschlafen. Und ihr? Guten Morgen. Hier, lest das. Oh, was ist das Schönes? Ein Liebesbrief? Den Zettel in die Hand. Grosch, Zelt. Oh, ein Reihertänzer. Sehr schön. Ist das ein Einkaufszettel oder was ein soll das Rätsel. Sein? Ein Rätsel zu der Öffnung dieses, dieser Kassette, die ihr hier seht. Und was ist das für eine Kassette? Ich weiß es nicht. Ich stand heute Morgen hier. Nun, ich bin niemand, der zu einer guten Herausforderung Nein sagt. Also, wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, man guckt nach, wer welche Orte hat. Also wir haben irgendwie die Mitte, dann wurden im mittleren Haus. Also wenn ich das richtig sehe, wir haben verschiedene Personen, verschiedene Orte, Haustiere und Speisen. Ja, nutzt gerne auch das Quadrat, was ich euch hier gegeben habe. Ihr könnt dann meinetwegen gerne hier anfangen mit Tiernamen, Speisen, Haus oder Kultur. Nutzt das, wie ihr mögt. Ihr könnt dann euch entweder diese Token hier nehmen und beschriften, einfach kopieren oder könnt auch diese benutzen. Das ist euch komplett überlassen. Ihr könnt hier auch ganz normal auf die Karte draufschreiben. Ihr habt ja auch das Schreibtool. Also benutzt dieses Quadrat, wie ihr mögt, und versucht auf die Lösung zu kommen. Oder lasst es bleiben und spielt normal weiter. Dann kommt ihr nicht an den Inhalt dieser Kiste. Und da ist die zweite Komponente von dem Gift drin, ist Schrei. Der Koscher wohnt im ersten Haus. Nee, ich sollte immer drüber setzen. Ich mag gerade nur auf, was wir wissen über die Bewohner. Dass wir die schon mal ansortieren können, weil davon haben wir ja alles. Wenn wir jetzt dort den Koscher hinpacken. Aber gut, guck mal, wir können auch zum Beispiel den Bordländer schreiben, den zweiten Satz. Er lebt im Zelt, das heißt, er hat ein Zelt. Mich irritiert es, dass hier 6 Felder sind und wir nur 5 Leute haben. Der Torwaller hat einen Norburger Riesen. Ist die Reihenfolge wichtig? Ja, die Reihenfolge ist wichtig, okay. Das ist komplett egal. Also ihr könnt, wie gesagt, dann sagen, dass hier kommt meinetwegen das Nahrungsfeld rein und dann könnt ihr... Ich meinte die Links-Rechts-Reihenfolge. Der Koscher wohnt im ersten Haus, das heißt, hier ist er schon mal richtig. So. Also Nahrung, Personen sind nur allgemeine Überschriften gewesen, das hilft nicht. Nee, genau, dann kommt der Name kommt dann dahin, das Feld hier ist frei. Da kommen dann die ersten Pyramide, Torwaler. Dann ist dieses Feld ist frei. Und da kommt dann die Nahrung rein, was dann der Koscher ist, was dann der Pyramide ist. Das ist das Personenfeld. Ich glaube, wir sollten es eher so aufmalen, dass wir die Jungs auch in der Reihenfolge, in der sie wohnen, nebeneinander setzen. Und das ist euch komplett jetzt überlassen. Ja, dann auf die anderen Felder noch zu spielen. Ich wollte nur sagen, ich gebe euch jetzt nochmal die restlichen, Also, Kurt, wir wissen, wir setzen ihn schon mal. Wir wissen, der Koscher wohnt im ersten Haus. So. Und ich habe oben schon mal den Bornländer, der wohnt in dem Zelt und der Horasia säuft prima Feuer. Ja. Der Besitzer der Villa. Eine Villa und ein Holzhaus. Schreiben wir einfach mal die Villa auf. So. Wir wissen schon mal, dass es nicht der Born ist. Der Besitzer Villa trinkt Bosparanien, das ist auch schon mal nicht der Horasia. Wie schreibt man das? Egal. Der Villa trinkt Bosparanien. Warte, ich setze das noch ein bisschen nach oben, damit wir Platz haben. Ein bisschen auseinander, damit wir Platz haben. Wir könnten die Villa unter die Personen ziehen, also für Wohnort. Wenn ich wissen, wer es ist, sprich, wenn wir jetzt hier hin. Wenn wir jetzt hier hin sagen.
Ah, okay, ja. Dann hat eine Person eine Villa, aber wir können nicht weiter mehr zuordnen bis zum Zeitpunkt. Aber wir wissen ja, dass der Besitzer der Villa aus Baranjana trinkt. Wir sollten das auch irgendwie markieren. Die Logistik ist irgendwie die Hälfte von dem Rätsel, wenn man da so drüber nachdenkt. Können wir nicht hier eintragen, wo jemand wohnt, hier die Nahrung und hier sein Haustier. Ja, und ja. Hier oben die Personen, also Koscher, Tulamide, Torwalle eintragen. Ja, aber wir wohnen hier in einer bestimmten Reihenfolge. Der Koscher wohnt zum Beispiel im ersten. Der Mann, der im mittleren Gebäude wohnt, trinkt Pferdeocker. Das heißt, das können wir ja schon mal hier in den Mitteln. Das ist meinetwegen die Zeile jetzt, die Häuser. Ja. Das genau. Ist hier dann die Nahrung. Diese Zeile ist die Haustiere. So. Der im mittleren Gebäude wohnt, der trinkt gern Pferdeocker. Ich glaube, Pferdeocker hat jetzt mal ins mittlere Gebäude gezogen. Oh, da hält sich ein Norburger Riesen, das haben wir schon. Der Mann, der an der Rania hält, wohnt neben dem. Ja, okay. Auch noch Pilzpfannen und Esel. Der Koscher wohnt neben dem Stadthaus. Da der Koscher im ersten Stadthaus, im ersten Haus wohnt, muss das Stadthaus entsprechend das zweite sein. So. Pyramide isst gern Kartoffelsuppe. Pyramide, Kartoffelsuppe. So. Damit kann man doch dann arbeiten. Hat der Horasia sein Prima Feuer schon stehen? Nee, hat er nicht. Prima Feuer. Gut, gut. Nicht, das geht nicht, das Ding verziehen. Okay. Ja, doch, die 1 gehört doch dazu. Okay. Ja, die gut, okay. Die 1 ist doch Teil. Ich wusste ja nicht, was du vorhast. Okay, wir kommen hier heute nicht mehr weg. Die Villa steht links vom Holz. Okay, das heißt, die Villa ist entweder auf dem dritten oder auf dem vierten Platz. Aber ich brauche einen Zettel. Ich muss das irgendwo. Aha, warte, Villa. Wie du dann noch sagtest, ich kenne das Rätsel, ich mache nicht mit. Ja, ich dachte, ich kenne die Lösung, dann habe ich drüber nachgedacht, da fiel mir auf, Moment mal, ich weiß gar nichts mehr. Ja. Ich kannte das Rätsel auch mal, aber das ist schon ewig so, her. Wir wissen, die Villa muss auf dem vierten oder fünften Platz sein. Die Villa steht links vom Holzhaus. Quark, auf dem dritten oder vierten Platz. Und den da. Ja, ich stehe links vom Holzhaus, wir wissen aber, das zweite Haus ist das Stadthaus. Das heißt, sie kann nicht auf der 1 sein. Das heißt, sie muss auf der 3 oder auf der 4 sein, und auf der 5 kann sie auch nicht sein, weil sie auf der 5 ja nicht links vom Holzhaus stehen kann. Sie will das auf dem dritten oder vierten Platz. Der Besitzer der Villa trinkt Bosporan. Ja, okay. Brauchen wir noch Pilzpfannen, kandiertes Obst. Und dieses Obst und Reiswein gehören zusammen. Und Kartoffelsuppe. Ne, die haben wir schon. Macht euch doch einfach mal eine Reihe mit nur die Tiere, eine Reihe mit nur den Häusern, ja. Eine Reihe nur mit den Kindern. Haben wir ja. Nee, aber ja. Wo denn? Du hast jetzt so sortiert. Ich hätte so sortiert. So, hier sind die. Moment, hier kann ich nicht parallelieren. Also, hier, ist die, zur hier Zeit? Sind die Häuser, darunter ist das Gesöff und darunter ist die Nahrung. Das ist hier gerade ein bisschen zusammengequetscht, aber so ist das Prinzip. Genau, dann hast du hier eine Villa, dann hast du hier noch ein Holzhaus, dann hast du hier die Datteln, Räucherfisch. Also, geordnet sieht anders aus. Wir brauchen irgendwie zwei verschiedene Ordnungen. Also, das hier ist die Feste. Und alles andere daneben oder darunter oder meinetwegen auch hier oben, könnt ihr ja sortieren, wie ihr wollt, aber das ist doch keine Ordnung. Die hier oben sind nach Personen sortiert. Dann machen wir jetzt noch eine, der raussortiert ist. So, also, Haus. Da haben wir also das Stadthaus. Da haben wir die Villa. Es gibt ein Zelt, richtig. Es gibt ein Holzhaus. Und es gibt ein Langhaus. Das sind 5 an der Zahl. So, was wissen wir darüber? Da habt ihr erstmal 5. So, dann, wie heißen die ganzen Tiere? Habt ihr alle 5 Tiere, die ihr braucht? Kurz. Wir haben den Bosbach. Nee, den Norbus. Bosbach ist ein Getränk, aber mir. Raya, Tänzer, Esel, Aranya. Sortieren. So, Seehund. Tier, also das Tier. Wir haben Seehund. Norburger Riesen. Wir haben Aranje. Ja, die könnt ihr doch auch ziehen. Da musst du also die das, nicht. Das, was ich oben mit Zelt und Nahrung angefangen habe, da hätte man einfach sagen wollen, dann machen wir eine zusätzliche Zeile rein für Tier, dann wäre es das gleiche gewesen. Aber Hauptsache das gleiche nochmal. Genau. Ich will das unten ja nach Haus sortieren und oben das nach Personen sortieren.
Hauptsache, du hast erstmal alle. Hauptsache, du hast erstmal alle fünf beisammen. Und sagst, du hast es mal, genau. Schreib so, jetzt hast du, genau, jetzt hast du hier Holzhaus, Stadthaus, Villa, Zelt und Langhaus, das sind alle fünf. Jetzt würde ich alle fünf Tiere haben. Machen wir ja gerade Norburger Seehund, Riese. Seehund, Aranier, Norburger Riese, genau. Dann gibt's den Esel. Den Esel. Und der Reihertänzer. Und der Reihertänzer. Was ist denn Reihertänzer eigentlich? Ein ist Hund. Pudel. Okay. Zack. Ja, ist okay. Dann würde ich mal die Seite, so, kann man abbrauchen. Dann haben wir... Jetzt kommt das Essen. Nahrung. Pilzpfanne. Die Pilzpfanne, ich zieh die aber immer direkt hier raus. Die Pilzpfanne, den Meskinnis. Den Räucherfisch. Fuck, ja. Mhm. Ich bin Kartoffelsuppe. Genauso klug wie. Aber kandiertes Obst. Kartoffelsuppe und das kandierte Obst. So. 1, 2, 3, 4. Da fehlt noch eins. Ja. Datteln. Datteln. Datteln sind hier. So, dann haben wir jetzt als fünftes das Getränk. Dann haben wir hier Mess Guinness. Hier den Reiswein. Bremer Feuer. Dann haben wir das Bremer Feuer. Dann Pferdocker haben, Bier. Ja, das Pferdocker. Und dann haben wir danach noch den Reiswein. Den haben wir schon. Achso. Moment, den Vosparagna natürlich. Vosparagna. Gut, dann gibt's noch was? Nee. Was waren alle? Die Nummern. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Runter sich noch die Person, also das ist, ja. Ja, ich kopiere die einfach nochmal runter. So, jetzt habt ihr eine 5x5-Matrix und mit der könnt ihr arbeiten und jetzt könnt ihr anfangen zu ziehen. Jetzt habt ihr auch einen Überblick. Also, wir wissen, wie gesagt, Koscher wohnt an erster Stelle, steht schon drin, das Stadthaus muss entsprechend auf der zweiten Stelle sein. Und wir wissen, der Pferdocker wohnt im dritten Haus. Also, der wird im dritten Haus getrunken. Witzer der Villa trinkt Vosparagna. Der Sitz des Langhauses ist dann Datteln. Und dann. Nee. Ich sortiere das hier mal nach Häusern. In der Villa trinkt Vosparagna. Ihr seid so leise, redet doch miteinander. Der Tulamide ist Kartoffelsuppe. Wir können Kartoffelsuppe und Tulamiden zu uns. Okay, dann macht das mal oben bei der. Pass auf, hier sind sie nach Leuten geordnet. Nach Personen und hier drüben sind sie jetzt gerade nach Häusern geordnet. Kann man verifizieren, dass der Torwall einen nomadischen Riesen bildet? Der Torwall hat einen nomadischen Riesen, genau. Gut. Dann macht das mal bei den. Ihr habt nicht in dieselbe Zeile, aber mir. Wird, glaube ich, zu nichts. So, staffeln wir das mal. Da. Ich glaube, das ist ein bisschen. Und, richtig, ich war gerade bei sortiert nach Häusern. Besitzer des Langhauses ist Dattel. Immer nur ist Dattel und mein Gedanke springt direkt zum Tulamiden, aber so funktioniert das Rätsel ja nicht. Der Bornländer lebt im Zelt. Ja, mach das mal. Steht bei den Personen schon. Der Horatio trinkt gerne prima Feuer. Hinter der Villa, Vosparagna? Ja, da steht beim Haus drüben. So, dann sortieren wir jetzt mal nach, keine Ahnung, Essen. Besser wird's nicht, ja. Der Obst isst, der trinkt gerne, was noch gleich? Reiswein, ne? Ja. Der Räucherfisch isst, der hat einen Reihertänzer. Das können wir aufschreiben. Dann ist das der Kartoffelsuppe ist, Tyramide ist. Kartoffelsuppe. Gefühl, ich schaue das gerade viel zu oft auf, aber. Kann ich wenigstens tun, als würde ich Fortschritt machen. Können wir höchstens so anfangen, vielleicht
dass wir sagen, dass die Person, also ein Koscher oder ein Horasier, also wahrscheinlich die Villa bewohnt. Nein, so funktioniert das Rätsel nicht. Das ist alles wild durcheinander gemischt. Also der Ptolemide ist ja schon mit der Kartoffelsuppe verwurstelt, absichtlich, um zu zeigen, dass es nicht einfach nach Liebhaber ist. Also nach kulturellem Zusammenhang. Da steht ja auch im Rätsel drin, dass sie die Vorlieben abgelegt haben und... Also ich steige gerade nicht mehr durch deine Ordnung ganz durch. Wo ist jetzt praktisch das, was wir wissen, geordnet? Also hier oben ist es geordnet nach Personen. Genau, leider weiß man nur, dass hier oben der Koscher im ersten Haus und die anderen Häusernummern sind noch fraglich. Also sprich, ich kann das nochmal kenntlicher machen. Hier sind sie geordnet nach den Häusern. Ich schaue das auch mal drüber. Und hier unten sind sie geordnet nach dem Essen. Und hier unter der Matrix, also hier steht einfach nochmal alles, was wir wissen. Also was wir haben. Gut, also ihr wisst, dass der Ptolemide die Kartoffelsuppe isst, dass der Horasier das Bremer Feuer trinkt, der Torwaller den Nomaden Riesen hat und der Bornländer wohnt im Zelt. Das ist das, was sicher ist. Richtig. Der Bornländer muss... Und wir wissen sicher, dass der Koscher im ersten Haus wohnt. Welches auch immer ist. Deswegen steht der in der Matrix auch schon an der ersten Stelle. Genau, dann wisst ihr, dass der im mittleren Haus, also die Nummer 3, der trinkt Pferdocker. Dementsprechend auch reingetragen. Und genau. Wir wissen, dass der Stadthaus neben... Moment, wie war das noch gleich? Ja, was war denn Horasia? Was wussten wir da, wo war es? Horasia trinkt Bremer Feuer. Ja genau, Bremer Feuer haben wir. Der Pilzpfannenliebhaber wohnt neben dem, der einen Esel hält. Das sagt, bringt mich gar nicht weiter. Ja, genau, der Koscher wohnt neben dem Stadthaus, entsprechend muss das Stadthaus an der zweiten Stelle sein. Genau, streichen wir das auch mal durch, das ist eine gute Idee. Wir können auch schon kandiertes Obst und Reiswein zusammen festmachen. Ups. Es wurde auch gerade gesagt, es ist bewiesen, dass der Horasier im mittleren Haus wohnt. Das stimmt doch gar nicht. Wer hat das gesagt? Das wurde gerade gesagt, deswegen, ja, das stimmt nicht.